So, meine Freunde, hier haben wir auf jeden Fall eine geile Theke am Start. Wirklich eine sehr geile Theke. Schön, schön. Wir sind hier gestern lang gelaufen. Ich höre so ein komisches Geräusch, ne? Es ist einfach nur dieser Stuhl gewesen, der hier so gruselig vor sich hin eiert. Aha. Hier hättest du dich wohl gefühlt, wa? Jo. Einmal kurz hier den Schmecker machen. Auch überhaupt nicht schlecht. Schön eingerichtet. Alter, Freunde, dieses Hotel, ne? Es ist so verdammt geil, ey. Es ist einfach so geil. Aber das habe ich gestern noch nicht gesehen. Das ist hier so ein Sitzbereich. Jo. So, die Rezeption. Erstmal gucken, was hier so gibt. Hier ist Karten. Niederrhein-Rat. Das war nicht von mir. Hier ist Landkarten. Ja, das sage ich jetzt nicht vom Landkreis. Kiek dir das an. Also das nenne ich mal hier ein dickes, fettes Büro. Oh, Junge. Ja, dickes, fettes Büro jetzt nicht unbedingt. Aber es ist ein Büro. Ist groß. Sag, was du willst. Den Schuhwerk nachzuurteilen. Man hat hier ein älterer Herr auf jeden Fall Dienstwetter. Müssen wir hier alles zensieren, leider für euch, aber es ist halt einfach ein Büro. Was haben wir hier? Oh. Der ist auch wieder sehr, sehr schön, der Saal. Hier, guck mal, draußen kannst du noch so sehen. Da haben sie noch so. Draußen sind ein Pavillon stehen. Also, die haben das hier echt schön gehabt. Das ist geil. Da ist auch nochmal ein Kamin. Oh, Kekse. Spekulatius. Hau weg. Polizeiabsperrband. Hat das mal jemand? Das sehe ich doch, dass das Polizeiabsperrband sein soll. Ah, das ist bestimmt so ein bisschen fake hier und irgendwer sich einen Spaß erlaubt. Ja, neue Röhrchen drin, wa? Hier nochmal so ein Eingang oder Ausgang für den Gartenbereich. Was steht wo? Alter! Was hat er denn jetzt schon wieder gefunden? Alter Schwäche. Jo, ein Schlitten mit Stühlen drin. Und da hinten steht der gruselige Weihnachtsmann. Den haben wir uns gestern. Kann auch sein, hier, den haben wir. Also der sieht auch gar nicht mehr so glücklich aus. Von Herzen. Jo, hier ist auf jeden Fall eine Bar. Du bist ein Arsch, Alter. Junge, ich hab mich so erschrocken. Hat er seinen scheiß Wecker an? Oh, hier ist ein Keller. Hier haben wir. Waren wir hier? Ja, hier waren wir gestern auch. Hier ist doch wieder dieses komische Rotbier da. Und hier diese komischen Tüten mit Kaffee. Der Kühlschrank, der ist aber leer. Boah, es riecht hier so extrem nach Kaffee, ne? Geiler Geruch. Ja, aber es riecht einfach voll von dem Kaffee. Ja, diesen Kaffee, ne? Schöne Theke.
Alter, wenn meine Taschenlampe nicht bald aufhört zu flackern, ne? So, roten Teppich schon mal ausrollen. Das ist eine ganze Wohnung, ne? Das ist jetzt nicht mehr hier, das gehört nicht mehr zum Hotel, oder? Also es ist jetzt eine eigene Wohnung, oder? Also hier... Geh mal gucken, ich geh mal hier mal durch die Räumlichkeiten. Karl Otto. Boah, ist das riesig hier, ey. Das kannst du ja keinem erzählen. Alter, was soll ich denn hier noch alles filmen? Das Badezimmer, jetzt nicht so ein Highlight, ne? Standard eher. Was haben wir hier? Könnte ein Büro oder so gewesen sein, obwohl, ne, hier waren irgendwelche Anschlüsse. Oh, ist das schön hier, ey. Muss man ja wirklich sagen, ne? Ja, diese Räumlichkeiten. Jetzt nochmal weiter. Hier hat er ein Badezimmer gehabt. Also zwei Badezimmer. Da geht es ja nochmal eine Etage höher. Hier haben wir 1000 Ordner. Also, da gehe ich jetzt. Obwohl, komm, wir wagen mal einen Blick. Wir wagen mal einen Blick. Wohin geht das? So, auf jeden Fall die Treppe, die ihr gerade gesehen habt, die führt leider nur nach oben wieder in den Hotelbereich. Das ist das dritte Badezimmer, was ich jetzt finde. Die einzelne Wohnung, weißt du? Das kann wirklich sein, ja. Hier, dieser rote Teppich, ne? Das ist ja Geschmackssache. Ich fahre es jetzt nicht so durch, geht in der Wohnung. Aber es ist gar nicht schlecht. Da gammelt es schon so ein bisschen. Hier ist nicht so viel Einrichtung, ne? Ja, jetzt hier wieder. Schaut euch das an. Schaut euch das an, ey. Heftig. Das kann auch sein. Ich auch nicht. So, meine Freunde. Wir steppen die Treppe hoch. Eine Couch auf jeden Fall. Schöne Couch. Ich fange mal hier ganz links an. Ein schönes Bettchen. Schlafzimmer, ja, könnte ein Schlafzimmer gewesen sein, ne? Was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich Wohnzimmer. Ein Badezimmer. Alter, guck dir das mal an. Ah. Also, ne? Hier ist auch noch voll viel Einrichtung drin. Guck mal hier. Kann man sich einfach hinpflanzen. Oder hinlegen. Ja. Kannst du die Uhr noch stellen? Herrlich, Alter. Eine Sauna. Alles noch da. Kannst du hier hinpflanzen und dich hier kochen lassen. Ist gar nicht mal so schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Wieder Badezimmer, mehrere Zimmer, keine Küche. Ja. Die sich tatsächlich, wenn die hier in ihren Privaträumen machen und was essen machen. Das kann ja auch sein. Hier haben wir auch nochmal. Hier ist aber gar nichts drin. Doch, hier ist eine Matratze und so. Ja, hier ist Hilfe. Das sind drei Zimmer. Hier sind ich sag wirklich, das war hier eine private Wohnung oben und die haben sich von unten das Essen geholt. Bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall war hier ein Kind mit am Start. Woher weiß ich, dass hier ein Kind am Start war? Weil hier so eine Tür war, hier, ja, Schutztür, ja. Genau. Oder ein Hündchen, könnte ja auch ein Hund sein. Auch sein. Ja. So, und da haben wir auch schon die gigantische Küche. Alter, das ist ja riesig. Hier fangen die ganzen Mann was einzupacken. Ja, das ist gar nicht mehr so alt, ne? Weiß ich nicht. Schaut euch das an. Also gestern sind wir auch immer ja durchgesteppt, aber im Dunkeln, die kam mir bei weitem nicht so groß vor. Guckt euch das an, das ist ja eine riesen Küche. Alles sortiert. Es ist ja auch alles noch da, hier Gabeln, Messer und der Feinschmecker am Start, ja. Ah, herrlich. So, gucken wir uns das doch mal an. Ah, hier war wahrscheinlich so. Ah, Notausgang. Mhm.
Das ist ja eine Riesenküche. Hier geht's ja noch endlos weiter. Also diese Location, ne? Wer die nicht geil findet, also da weiß ich auch nicht, ne? Die, boah, ey, es ist ja unfassbar. Es ist ja unfassbar. Obwohl, da könnte schon der private Wohnbereich anfangen. Wir schauen uns das doch mal an. Was ist das denn hier? Ey, du kennst dich ja aus, ne? Du kennst dich ja mit, das ist doch Apfelessig, oder? Ganz normaler Apfelessig, oder? Ist das irgendwas Alkoholisches? Ja, Alkohol, 5%. Das ist nichts Apfelessig, das ist was anderes. Das ist Alkohol. Alkohol. Oder doch, Apfelessig. Apfelessig, okay. Apfelessig. Ja, hier haben wir auf jeden Fall nochmal Lagerraum für Gewürze oder sowas. Ja, so ein kleines Schnupperchen, nehmen wir mal. Boah, Alter. Wie ich sagen soll, nicht zu doll einatmen. Ja. Was gibt's denn hier wieder, ne? Da ist nicht viel dran. Aber diese Küche, mei, oh mei. Alter, das muss ja hier eine riesen Fritteuse gewesen sein. Also, ne? Da haben sie aber ordentlich Schnitzel drin hier frittiert. Was hast du da? Was für ein Saft? Rote Beete. Ah, Rote Beete ist auf Bio. Das ist aber auch schon alt, oder? Irgendwas Chinesisches. Also, ich weiß ja nicht, ne? Traubenkernöl. Ich möchte an diesem chinesischen Ding dran riechen. Mach doch. Machen wir mal. Hier gibt's so. Boah. Na, riecht's gut? Nee. Ihm gefällt's nicht. Hier haben wir auch irgendwelche Rosenwasser. Oh, Rosenwasser, aber oh, ist noch voll. Ja, also, ne? Es mangelt hier auf jeden Fall nicht an schönen Sachen. Also wir kämen noch klar. Puderzucker. Aus Puderzucker irgendwas basteln. Also ich sag mal, den Klotz, da kannst du auch jemanden mit tot werfen. Hier sind noch diese kleinen Biskuit-Dinger da, wo wir in der Arbeitszeit boah, so langsam kriege ich Hunger. Hier sind Stelllisten. Boah, Digga, schön. Krebs und so. Und die Krebse, das ist doch ein Hummer. Herrlicher Hummer. Ja, Hummer, Languste, Langustine, Flusskrebs, Krabbe, Garnele. Oh, ich hätte so Bock auf Garnelen jetzt, ne? Das ist doch hier so ein Fleisch, Fleischwolf, ne? Ja. Genau. Langustine. Ja, geht klar. Weiter geht's hier, Küche beklappen. Was hast du denn da wieder entdeckt? Abteilung so gewesen sein, ne? Wenn du diese Schüsselchen noch so anguckst, ist glaube ich so ein bisschen. Oh, ich krieg echt Hunger, ey. Ja. Ja. Die haben ja alles am Start gehabt, ne? Die haben alles am Start gehabt. Hier nochmal zwei Esslöffel. Mach mir mal noch hier Eier, Junge, mach mir mal ein paar Eier. Hier, du musst nochmal ein Töpfchen hier und hier, Koch, hier steht das Fännchen, fertig, ich hab auch einen Teller, Patsch anrichten. Mach doch mal hinne hier alle, ihr braucht viel zu lange. Alter. Volles Haus, Alter, beeilt euch. Oh, Digga, ey. Hier muss die Post abgegangen sein. Jo. Also hier waren wir schon. Hier ging's ab. Also, ich will den Mörser für, ja. So, moin meine Freunde. Ich habe mir schon mal einen Eierbecher genommen. Ich hau mir jetzt ein Straußenei rein. Ja, er wollte sich das braten, ne? Pfannische Reis hier. Ja. Wir sind immer noch im Lost Place unterwegs, ne? Ich koche hier gerade so ein Süppchen, ne? Also, ich mache mir mal einen Handschuh fertig, ne? Hier so ein bisschen Gummi. Ja. Sollst du mal hier so eine Soße drauf haben? Ja, ja. Das schmeckt bestimmt geil. Ich würde auf jeden Fall sagen, das verlassene Hotel, eine der geilsten Locations, die wir bis jetzt hatten. Wenn nicht sogar die allergeilste. War schon hart. Das, ich bin beeindruckt, was das hier so ja. zu gucken war. Legendär. So, und wir werden uns jetzt ausmachen und
weiter auf die Suche gehen nach geilen Locations. Ne? Ja, da geht das Ganze hier natürlich noch toppen, hoffentlich. Wer rastet, der rostet. Ich würde sagen, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein! Ja, Leute, guck mal hier, einen dicken Crash gehabt, ne? Ganze Karre war auseinandergeflogen hier vorne, ne? Erstmal schön mit Spackschrauben wieder zusammengeschraubt. Naja, eine kleine Delle hier und so, ne? Ruderhaube ein bisschen eingedellt. Ah, komm, scheiß drauf, ne? Spaltmaße passen nicht mehr so ganz. Muss vielleicht auch mal ein Schräubchen rein. Aber das hält jetzt. Muss ja ein bisschen was gerade gebogen werden. Naja, da auch wieder ein Spackschräubchen drin. Ja, und der hält da hinten. Gerade einen Crash gehabt, er muss ja mal einen Shake machen. Hauptsache, sein hässlicher Kadaver wird noch hässlicher. Mit den Beulen da überall an den Armen und so. Ja.